Das ist eine Beleidigung von Kukulkan. Was ist passiert? Die Priester haben ihre Pflichten vergessen. Sie haben Kukulkans Ankunft nicht verkündet. Die Leute waren sich dieses Weges durch die Straßen wohl bewusst. Aber das reicht nicht. Der große Lichtstrahl erhellte die Stadt nicht, wie er sollte. Wer weiß, was im Tempel der Sonne vor sich geht. Izamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Izamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils. Aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Die Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. Diese Maske weist aztekische Einflüsse auf und ist mit verschiedenen in der Umgebung von Paititi heimischen Objekten verziert. Hallo? Sei gegrüßt, Ao. Weißt du schon? Es ist furchtbar. Schumak wurde von seinem eigenen Diener getötet. Woher kennst du Schumak? Jeder kennt Schumak. Er war mein Mentor und Geschäftspartner. Er hat mein Geschäft erst möglich gemacht. Handel in der Oberstadt ist ohne Kontakte unmöglich. Schumak hat das alles für mich gemacht. Ich finde raus, was passiert ist. Danke, Ao. Entschuldige, Ao, aber du darfst nicht rein. Die Menge ist wütend. Wenn ich weggehe, stürmt sie los. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Kluge Strategie, Ao. Du darfst hier nicht durch. Die Leute sind wütend. Sie könnten gewalttätig werden. Nicht jetzt. Könntest du die Menge beruhigen, Ao?
Da ist etwas. Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Dominguez hat Unoratu.
Dominguez hat Unuratu. Umukil, Hachkabet in Like Sikimbaon, Tial Ulak Hulbatelo, Unjabil Tintialo no Machop, Vale Laili Kushanobe, Tenin Wesi con Helu Beital in Valle. Barasuchi, Kashalalo, Pishako Kambei Chichobe, Jaglu Sajon, Tuyash Hat. ¡Huye! ¡Huye!
Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Papa. Wir sollten was tun. Sie haben Marco so zugesetzt. Er kann kaum gehen. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Uku Pacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Verschwinde von hier. Das klingt gar nicht gut. Ich glaube nämlich, dass keiner was von Pause gesagt hat. Zurück an die Arbeit. Tut mir leid, ich weiß nicht, was du noch von mir willst. Motivation ist klar, aber es ist schwierig. Es gibt sicher einen Weg, sie zu motivieren. Scheiße. Was ist denn Ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla, bla, bla. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt.
Fast 100% Aufschlag, egal was wir... Scheiße, ich hab satt, für diese Arschlöcher einzuspringen. Zurück zum Dorf. Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Danke. Für alles. Danke. Sei gesegnet. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern.
Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben, als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke.
escuela cuando vi que esa nube negra apareció. Thank you.
So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht befreien, werden sie geopfert, ermordet. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Wie geht's? Siehst du etwas, das dir gefällt? Die Götter sind für uns. Sehr gut. Die Götter sind für uns. Ich warte auf deine Rückkehr. Thank you.
erledigt. Woher soll ich wissen, was das bedeutet? Es könnte... Was machst du da? Ich versuche, das blöde Wandbild zu lesen. Avil, mehr Respekt. Tut mir leid, Au. Ich respektiere Kukulkan. Ich studiere die Wandbilder, um eine Schlangenwache zu werden, wie mein Vater. Er ist bestimmt sehr stolz auf dich. Aber was ist, wenn ich die Lektion nicht verstehe, die sie lehren? Ich kann vielleicht helfen. Denkst du, dein Vater hätte was dagegen? Wirklich, Mayu? Nein, Kind. Dein Vater würde sich bestimmt freuen, dass die Au dir geholfen hat. Großartig. Ein Teil von dem hier habe ich. Wasser. Also irgendwas mit Wasser. Glaube ich. Die anderen muss ich mir noch ansehen. Wie wär's, wenn ich mir alle Wandbilder ansehe und dann komme ich zurück und wir reden darüber? Ich bin hier. Ich bin übrigens Lara. Avil. Wenn das, was einst über ihm war, nun unter ihm steht, wird Nahrung, was einst gesät. Der Boden, die Erde, Amun, der Gott des Getreides. Gleite in ihm wie ein Vogel, aber atme nicht. Wasser? Also er muss Chuck sein, der Gott des Regens.
Killer Witch! Da ist etwas. Er tilgt die Dunkelheit und bringt den folgenden Tag. Das ist die Sonne. Kinichahau ist der Sonnengott. Alle Götter auf den Wandbildern schenken Leben und nehmen es auch. So entsteht ein Gleichgewicht. Die Wandbilder lehrten die Dualität von Leben und Tod. Schwere Kost für ein Kind. Mayu, wo ist Avil? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht.
Ihr Vater kam und nahm sie mit. Er wollte sie für ihre Arbeit belohnen und an einem Ritual teilnehmen lassen. Welches Ritual? Das Ritual des Erwachens. Au, dabei wird ein Kind geopfert. Glaubst du, Avils Vater würde ihr was antun? Ich kenne ihn seit Jahren. Als er heute kam, hat er mich gar nicht bemerkt. Seine Augen waren schwarz, leer. Wohin hat er sie gebracht? Zu dem verlassenen Dorf. Bitte, beeil dich. Sie warten auf dich. Hier lang. Bringen wir es hinter uns. Ah, au. Das hier ist mein eigenes Blut, meine Tochter Avil. Ihr Geist und ihre Seele sind stark, stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich bin so, so stolz auf meine Avil. Sie wird ein schönes Opfer abgeben. Hier, der Nektar des Erwachens. Höre, Kinicheau, Gesicht der Sonne. Ich opfere dir Avil, die Auserwählte. Sie wird den Nektar des Erwachens trinken. Ihr Herz wird aus ihrer Brust genommen und aufs Feuer geworfen. Die Asche meines eigenen Fleisches und Blutes sei dir gegeben, sodass die Sonne nicht erlischt. Avil, ich bin's, Lara. Wenn ich's dir sage, renn schnell zurück zu Mayu, okay? Avil, lauf! Oh. Warum habe ich das Gefühl, es ist nicht vorbei? Der Verräter ist hier. Irgendwo. Alles durchsucht. Kann man überall sein. Die Messer und Luft. Du, die Messer! Vanatsch und Sigbaisch. Der den Kastikon.
Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erste ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen.
Da sich die Koordinaten, die uns Trinity gegeben hatte, als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, zwei von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen.
Avil, bist du verletzt? Mir geht's gut. Ich bin gerannt, wie du es gesagt hast. Kluges Mädchen. Du hast das Ritual gestoppt? Avil, du solltest getötet werden. Aber so soll es sein. Ich war auserwählt. Mein Opfer würde verhindern, dass Kinichau die Sonne wegnimmt. Vater sagte, er hat geträumt, ich sei was Besonderes. Avil, Träume lassen sich verschieden deuten. Vielleicht sollst du hier auf der Erde bleiben und mit deiner besonderen Kraft die größte Schlangenwache werden, die es je gab. Glaubst du das wirklich? Ja, absolut. Das muss ich Vater sagen. Avil, dein Vater ist... für eine Weile weg. Also bleibt Avil bei mir und setzt ihre Studien fort. Natürlich. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. Ja, danke, Au. Jemand wird sich um Avil kümmern. Bitte nimm diesen Bogen zum Dank. Er gehörte meiner Mutter, einer Adlerschützin, und soll dir dienen. Danke, Mayu. Ich fange besser an. Es gibt noch so viel zu lernen. Danke, Au. So viele Gefallene, viel mehr Rebellen als Kultisten. Hatschewanu Chekin Topikonov,
Chenhumpel Batelilo Chel Bishunahe. Beishan in Tukul. Minanu Nukolov, Malov. Yetel Mishuts Kansani Lobby. Tokili Uhet, Tantike. Beili Kun Uchulo. Hachwahelum Binton Utsil Waminan Kukulkantik Wignalone. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie raus. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe.
angesagt habe. Vergib mir, Hau, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt, nicht nur Rebellen, dass ich, naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen, die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. Ganz schön rätselhaft. Was das wohl bedeuten soll? Die Verfasser dieses Berichts glaubten, dass unter Paititi Geschöpfe leben, die man die Jaaxil nennt. Diesen Aufzeichnungen zufolge sind sie zu Zeiten astrologischer Ereignisse am stärksten, was sich mit den Legenden deckt. Dass sie aber angeblich auch Menschen angreifen und sich von ihnen ernähren, wird in den Geschichten normalerweise nicht erwähnt. Soweit es sich nach dieser Beschreibung sagen lässt, war die Kreatur, der ich in Kuvak Yaku begegnet bin, eine dieser Jaaxil. Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Sieh dir meine Ware an. Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Ein gutes Geschäft. Viel Spaß damit. Ein gutes Geschäft. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Uchubil,
Wrecking Wall. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir jetzt? Du weißt, ich bin ehrlich. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, ruh in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde.
Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Kan unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der 4 Sonnen vor ihm über das 5. Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein, verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung, tragen Sie keine modernen Waffen, vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme,
Die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Tut mir leid. Niemand darf passieren.
Es scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Eine Stadt ist nur so stark wie ihre Feldfrüchte und Bewohner. Ab jetzt kontrollieren wir das Wasser und sind nicht mehr vom launischen Regen abhängig.